Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema ja, passives Einkommen ohne Startkapital. Und gerade neulich ja, wurde ich so gefragt, ob sich Network Marketing überhaupt noch lohnt. Ja, also die Person, die da auf mich zugekommen ist, hat ein bisschen im Internet recherchiert, hat dann natürlich festgestellt, dass es wohl Menschen gibt, die ja damit angeblich super viel Geld verdienen und dann halt auch Artikel und Videos gefunden, wo halt auch beschrieben wird, dass viele Menschen im Network Marketing scheitern. Und ja, wenn dich jetzt meine Meinung zu dem Thema interessiert und wenn ich ein paar Gedanken dazu mit dir teilen darf, dann bleib jetzt bitte hier dran, denn ich möchte ja gerne hier meine Meinung dazu sagen, warum ich Network Marketing für die beste Möglichkeit halte, sich passives Einkommen aufzubauen, gerade dann, wenn du kein Startkapital zur Verfügung hast. Also ob es jetzt Menschen gibt, die im Network Marketing viel Geld verdienen oder ob es Menschen im Network Marketing gibt, die jetzt kein Geld verdienen, das hat weder was mit Network Marketing zu tun, genauso ist es auch in anderen Branchen. Ja, es gibt Unternehmen, egal in welche Branche du schaust, die verdienen Millionen, machen Milliardenumsätze, ja, verdienen richtig viel Geld. Und dann gibt es halt Unternehmen, die kämpfen jeden Monat um ihre Existenz. Ja, also das ist jetzt kein Phänomen, was Network Marketing allein gepachtet hat, sondern das findest du in allen Bereichen der freien Wirtschaft. Nichtsdestotrotz, wenn du dir anschaust, welche Möglichkeiten du hast, um passives Einkommen aufzubauen, vielleicht durch Aktien, dass du in Aktien investierst, die Dividende ausschütten, ob das in Immobilien sind, ja, ob du in Startups investierst. Du wirst feststellen, du wirst bei den allermeisten Möglichkeiten dementsprechend erstmal Kapital brauchen, entweder Eigen- oder Fremdkapital, welches du investieren kannst, und dann, wenn alles gut läuft, auch quasi dann deine Rendite daraus zu erhalten und dein passives Einkommen daraus zu beziehen. Das ist natürlich immer so ein Thema. Da ist dann auch immer so die Frage, ja, findest du, man soll in Aktien investieren, findest du, man soll in Immobilien investieren. Ich bin der Meinung, alles hat auf dieser Welt irgendwo seine Daseinsberechtigung, aber letzten Endes muss natürlich auch die Grundvoraussetzung dafür da sein. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt einfach mal hergehen und sagen, gut, ich möchte 500 Euro passives Einkommen im Monat zusätzlich haben, dann brauchst du dafür, ja, wenn ich das mal so hochrechne, dann brauchst du etwa 100.000 Euro, die sich mit 6% verzinsen, nur damit du aus der Rendite raus dir ein passives Einkommen generieren kannst. Also wenn ich jetzt diese 100.000 nehme und sage, okay, ich habe 6% Rendite, dann habe ich 6.000 Euro im Jahr Ertrag, und das dann durch 12 ergibt dann dementsprechend diese 500 Euro, von denen ich gerade eben gesprochen habe. So, und diese, das ist jetzt natürlich eine ganz einfache Rechnung ohne Berücksichtigung von Steuer, oder wenn du in Immobilien investiert hast, musst du natürlich auch Rücklagen und so weiter schaffen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ohne Kapital immer so ein Thema, wenn es um Investieren geht, passives Einkommen aufbauen geht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, welche Möglichkeiten hast du trotz alledem? Ja, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, du fängst jetzt komplett bei Null an, dann hast du natürlich die Möglichkeit, weiterhin als Angestellter zu arbeiten, Geld auf die Seite zu legen und immer wieder zu investieren. Du trägst natürlich dabei auch das Risiko immer, dass dein Investment in die Hose geht und dass du eben halt nicht die Rendite anstrebst, beziehungsweise die Rendite erzielst, oder dass du halt einen Totalverlust erleidest. Ja, alles ist in dem Fall möglich. Das ist auch jetzt weder gut noch schlecht, sondern das ist einfach so, wie es ist. Ja, und deshalb ist Network Marketing für mich eine Möglichkeit, passives Einkommen aufzubauen. Und das ist für mich, ja, ich spreche jetzt hier komplett, das ist einfach nur meine Meinung zu dem Thema, die einzig wahre Möglichkeit, das Ganze richtig zu tun. Natürlich, ich weiß, es gibt auch noch die Möglichkeit, mit digitalen Infoprodukten sich passive Einkommen und so weiter aufzubauen. Nur der Vorteil beim Network Marketing ist, dass wenn ich zum Beispiel online mir ein passives Einkommen aufbauen will, dann brauche ich entweder eine gewisse Reichweite, die mir jeden Monat gewisse Besucherströme auf meine Verkaufsseiten bringt, um dann eben auch die Kurse verkaufen zu können, oder ich muss halt immer in Werbung investieren. So, und Network Marketing ist für mich da eine Ausnahme, ja, weil ich kann auch hier natürlich in
mit Werbeanzeigen neue Vertriebspartner generieren. Aber wenn ich einen Vertriebspartner gewonnen habe, den vernünftig eingearbeitet habe und der Vertriebspartner dann von alleine anfängt, das Geschäft groß zu machen, seine eigenen Strukturen aufzubauen, seine eigenen Kunden zu gewinnen, ja, dann ist es nicht mehr notwendig, in Werbung zu investieren. Es ist auch nicht mehr notwendig, in irgendwelche oder irgendwie anderweitig aktiv zu werden, sondern das Unternehmen wächst ab einer gewissen Größe dann eben auch aus sich heraus, wenn du es natürlich richtig aufgebaut hast. So, und das ist der Unterschied, den ich sehe. Ja, natürlich digitale Infoprodukte verkaufen, Werbeanzeigen dazu schalten, alles richtig. Ja, darüber kannst du natürlich auch ein schönes Einkommen generieren. Nichtsdestotrotz hast du halt hier nicht diesen Effekt, dass sich das Geschäft irgendwann von alleine fast selbstständigt. Wenn du jetzt, wenn du in dem Moment, wo du die Werbeanzeigen abschaltest, wirst du auch keine Sales mehr erzielen. Ja, und das ist das, was ich damit meine. Also von daher ist für mich Network Marketing eine richtig gute Möglichkeit, passives Einkommen aufzubauen, weil, und das vielleicht noch hier dazu, als Ergänzung zu dem, was ich eben gesagt habe, du hast halt hier die Möglichkeit im Network Marketing, kannst jetzt hier sehen, hier hast du die Höhe des Einkommens und die Anzahl der Monate im MLM auf einer Leiste hier gesehen. Und wenn du jetzt hier den Verkäufer nimmst, ja, den Direktvertriebler, du kannst aber auch hier das Wort durch angestellt ersetzen, ja, dann ist das ähnlich, dann wirst du zwar sofort, ich sag mal, ein gewisses Einkommen in einer gewissen Höhe haben, das wird sich aber jetzt nicht dramatisch vergrößern. Ja, je länger du in einem Unternehmen bist, wirst du die ein oder andere Gehaltserhöhung bekommen. Und das war es dann aber auch. Im Network Marketing ist es so, du startest damit eine unternehmerische Selbstständigkeit. Und hier ist es wie häufig so, dass du erstmal viel Zeit investieren musst, um das Ganze auch erstmal ins Laufen zu bringen. Das heißt, du gewinnst deine ersten Kunden, dann kommen deine ersten Vertriebspartner dazu. Wenn deine ersten Vertriebspartner dazugekommen sind, dann hast du die Situation, dass du die natürlich auch dementsprechend einarbeitest. Und und in der Zeit kannst du natürlich dann keine eigenen Kunden gewinnen, sodass dein Einkommen eine gewisse Zeit vielleicht deutlich geringer ist wie das von einem angestellten Verkäufer oder von einem klassischen Angestellten und Arbeitnehmer. Ja, das ist durchaus möglich. Allerdings wird es dann so sein, dann hast du irgendwann den ersten Teampartner, irgendwann seid ihr zu 10, dann zu 50, dann 100, 1000, 10.000. Wo da die Grenze ist, das liegt letzten Endes an dir und an dem, was du dir dann quasi vorstellen kannst und was du dann natürlich auch in der Lage bist zu leisten und umzusetzen. Aber Fakt ist ja eins, während ein Angestellter halt maximal 24 Stunden am Tag arbeiten kann, um seine Brötchen zu verdienen, können halt 100 Leute 100 mal 24 Stunden arbeiten. Das heißt, du wirst halt dann deutlich mehr verkaufen, dementsprechend mehr Umsatz machen und dementsprechend wird auch dein Scheck wachsen. Und irgendwann wird halt der Punkt kommen, an dem wirst du genauso viel verdienen wie ein angestellter Arbeitnehmer, wie ein Verkäufer, wie jemand, der im Direktvertrieb seine Kunden gewinnt. Nur mit dem Unterschied, dass dein Einkommen dann weiter wächst, obwohl dein Zeitaufwand immer geringer wird. Ja, das ist auch hier schön dargestellt. Ja, am Anfang musst du viel persönliche Arbeitskraft einbringen für ein relativ kleines Einkommen. Und mit steigendem Einkommen nimmt auch die Notwendigkeit der persönlichen Arbeitskraft dann dementsprechend ab. Ja, und das in Summe macht Network Marketing für mich zu einer der schönsten Möglichkeiten, sich passives Einkommen aufzubauen, und du kannst sofort davon profitieren. Ja, das heißt, du musst nicht erst investieren und warten, bis Rendite zurückkommt, sondern du kannst heute anfangen, deinen Kundenstamm aufzubauen. Du kannst heute anfangen, dein Vertriebspartnernetzwerk aufzubauen und kannst dann auch die ersten Einkünfte dementsprechend auch heute schon genießen. Ja, und musst nicht erst warten, bis du dann in Rente gehst. Ja, also das einfach jetzt mal so viel zu dem Thema. Ich werde, wie gesagt, den Link zu diesem Artikel dann auch noch unterhalb des Videos veröffentlichen, sodass du da dich auch nochmal tiefer in das Thema einlesen kannst und eintauchen kannst. Sind auch Verlinkungen auf andere Videos noch mit drin. Also lohnt sich da einfach mal vorbeizuschauen, und ich hoffe immer, dass so der Gedanke heute dir ein Stückchen weitergeholfen hat und dich vielleicht auch ein bisschen inspiriert hat, sich mit Network Marketing ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Und wenn du jetzt vielleicht auf der Suche bist nach einem Network-Marketing-Unternehmen, wo du
ja, wo du ja, sagst, okay, da möchte ich mir ein passives Einkommen aufbauen, dann kann ich dir empfehlen, schau unterhalb des Videos in die Beschreibung. Dort findest du einen Link, wo du dir gratis Informationen diesbezüglich anfordern kannst. Und dann erfährst du auch, wie du, falls du mit mir zusammenarbeiten möchtest, mit mir in Verbindung treten kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.